Wahl. Hallo zusammen bei Riesengaudi TV. Wir sind immer noch beim Einzug und bei mir steht der Sepp Kretz. Sepp, kurz vor knapp, wie aufgeregt sind wir? Ja, schon, wie jetzt ja. Also das hält sich aber in Grenzen, aber es ist anders wie ein normaler Tag, ganz klar. Also ich bin nämlich wahnsinnig aufgeregt, zum einen, weil Sie bei mir stehen und zweitens, weil es gleich die Wiesn losgeht. Und jetzt geben Sie mir bitte einen Tipp. Was mache ich wegen meiner Aufgeregtheit? Ja, mal das Bier trinken natürlich als allererstes. Vielleicht keine ganze, aber so ein Schnittmaß, würde ich jetzt sagen, ist beruhigt. Haben Sie da vielleicht schon so illegalerweise was am Wagen? Weil ich habe gesehen, die Konkurrenz hat Bier. Wir machen das nicht. Das bin ich der Meinung. Also ich will kein Schullehrer sein, aber ich denke, die Gäste unten haben nichts zum Trinken, wo man vorbeifährt. Wir haben einen Auftrag, wir grüßen die Gäste, wir freuen uns mit den Gästen auf 12 Uhr, wenn der OB angezapft hat, und dann gibt es was zum Trinken. Wir hatten ein Frühstück vorher und das war's und mehr brauchen wir nicht. Wir sind doch, jeder ist stolz, dass er auf dem Wagen ist, dass er mitfahren kann, dann soll er auch zeigen und grüßen die anderen Gäste. Das ist eigentlich auch völlig richtig so. Erklären Sie mir mal, wie sieht denn Ihr erster Wiesentag aus? Wie läuft das ab? Wann stehen Sie auf und so ein bisschen den Ablauf? Na gut, heute bin ich um 7 Uhr aufgestanden, schön gemütlich alles. Klamotten habe ich am Abend vorher hergerichtet, muss sein. Legen Sie die dann selber raus oder machen Sie ja, vielleicht doch? Ja, das machen wir selber. Und dann frühstückt und höchstens, es fehlt der Knopf, dann muss meine Frau noch mal ran. Und dann Frühstück und dann sind wir zu Fuß. Wir wohnen nicht so weit weg vom Andex, dann sind wir zu Fuß in Andex marschiert mit dem kleinen Arthur, der ist auch dabei. Und ja, dann gibt es noch ein kleines Frühstück nochmal, ein zweites mit den Gästen und dann ziehen wir schon langsam los. Eigentlich relativ entspannt, immer ein bisschen in Gefahr, dass wir zu viele Leute sind, aber sonst geht's. Wer drängt sich denn da immer alles so auf den Wiesenwagen bei Ihnen drauf? Oh, was ist jetzt los? Ich weiß nicht, was los ist. Wir wissen nicht, was los ist. Aber ich glaube, es ist keine akute Gefahrenverzug. Ich glaube, wir müssen loslegen. Auf geht's, gell? Okay, viel Spaß. Danke Ihnen, Sepp Kretz. Das war der Sepp Kretz und er hat's eilig.